Ich liege hier im Graben unter Eichenlaub und spreche ein Gebet. Mich und die Kameraden hat der letzte Sturm aus Richtung Westen rangeweht. Im Morgengrauen rücken wir dann vor auf einen Feind, der nie der meine war. Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor, als ich die ersten Männer fallen sah. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Wenn ich dir von früher erzähle, tut es weh, weil ich dich in deine Kindheit betrogen sehe. Und solange es nicht endlich wieder gut wird, ist mit dem Kämpfen noch längst nicht Schluss, weil ich weiß, dass es auch für dich wieder wie früher werden muss. Deshalb sage ich es dir in aller Deutlichkeit, mit dir und mir und den Grünen, das hat einfach keinen Sinn, denn Annalena, ich bin für uns noch nicht bereit. Schau, mein Auto fährt nur mit super Unverbleit. Die Kamera ist zwar abbezahlt und top in Form, entspricht aber nicht der neuesten Abgasnorm. Also bevor es anfängt, mache ich gleich wieder Schluss und fahre allein nach Hause und nimm sie lieber den Bus. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen. Doch niemals würde ich die Grünen wählen. Noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir immer noch nicht. So, Annalena, ich mache jetzt das, was du schon längst hättest tun sollen. Ich verlasse die Bühne. Ich freue mich, dass ihr alle hier wart. Ich wünsche euch einen guten Heimweg und ihr seid sicherlich nächsten Montag wieder dabei.